Ja, die Geschichte oder das, was mir passiert ist, das ist im Sommer passiert. Da bin ich mit einem Kollegen auf eine Velotour gegangen. Wir sind von unserem Daheim von Interlaken auf Gstaad gefahren und dann wieder zurück. Und auf dem Rückweg, kurz nachdem wir losgefahren sind, wir in ein riesiges Gewitter reingekommen. Und es hat mega fest geblitzt und donnert und so fest geregnet, hat es also selten, als ich dabei war. Und es hat teilweise so fest geregnet, dass wir eben nicht mehr rechts vorwärts kommen, weil wir nicht mehr gut gesehen und weil sich schon so kleine Bächle auf der Straße gebildet haben. Und jedenfalls haben wir dann müssen anhalten. Ich habe dann gebetet, dass Gott uns sicher heimbringt, dass er uns bewahrt, dass nichts passiert auf der Straße. Es ist eine recht vielbefahrene Straße noch dort durch das Simmental. Und dazu hat so eine Bibelstelle, wo mir recht gut passt dazu. Und zwar aus dem Sprüch 3, Verse 5 bis 6. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Ja, und eben weil wir auf Wartet haben, dass er uns bewahrt und dass er zu uns schaut, ist es dann auch so gekommen, dass als wir kurz vor der Heime waren, schon am Thunersee, ist der Himmel aufgegangen, die Sonne hat erschienen und der Regen hat aufgehört. Und es ist sogar noch ein Regenbogen vorgekommen, das hat uns mega beeindruckt. Es war ein mega Erlebnis mit Gott, und wo uns einfach auch gezeigt hat, dass wenn man alles auf ihn setzt, wenn man alles in seine Hände gibt, dass man dann sogar noch mehr bekommt, wenn man eigentlich dafür gefragt hat.